Hi, ich bin Dr. Colli, ich bin Hai. Willkommen zum siebten Teil meiner Geschichte. Heute leider mit ein bisschen Hintergrundmusik vom Bulldog. Der Bauer hier, der pflügt schon seit heute Morgen um sieben seinen Acker, beziehungsweise er ist ja am Eggen. Gepflügt hat er die letzten paar Tage. Ja, es ergibt keinen Moment, wo es hier nicht nach Bulldog klingt, aber ich hoffe, ich bin trotzdem gut zu verstehen. Ja, Pause vorbei, jetzt geht es wieder richtig los. Ja, vielleicht fährt er jetzt auch weg. Naja, egal. Ich springe wieder ein Stück zurück. Wir waren eigentlich bei Portugal. Ich war mit meiner Tochter in Portugal im Urlaub, habe da dann meine zweite Frau kennengelernt. Aber zunächst war Portugal trotz der Schwierigkeiten mit den Leuten, mit denen ich da hingekommen bin, ein geiler Urlaub. Ich habe erzählt, ich habe mich direkt in das Land verliebt und wollte eigentlich damals schon nur in Deutschland alles auflösen und abhauen aus Deutschland. Now, ich habe zum Beispiel dort surfen gelernt, wobei ich sagen muss, das lag mir irgendwie. Ich habe mit 15 einen Segelschein gemacht am Mondsee in Österreich und habe, immer so ein Gefühl dafür gehabt. Das Segeln, das ging mir auch so von der Hand. Oder Drachenfliegen. Ich mag Wind zwar nicht, aber irgendwie habe ich es auch mit Wind. Also, und da war dann jemand, das war ein deutsches Pärchen mit einer kleinen Tochter. Er fuhr 3 Monate in München oder in Berlin Taxi um die Weihnachtszeit. Und davon konnten die in Portugal leben, ein Haus bauen, Gemüse anbauen und so. Und da habe ich dann auch so, so erlebt, so der Traum Portugal, Gemüse selber anbauen, Sonnenschein, ein halbes Jahr und so. Na, und die hatten ein Surfbrett übrig. Verliehen zum Verleihen und ein altes Surfbrett, ein Lernbrett, so ein richtig großes, schweres, ein riesen Segel drauf. Na, und er hat mich mal mitgenommen zum Surfen an so einen See da in der Nähe von Porto Covo. Ja, und das hat, wie gesagt, ich bin nur 3-mal runtergefallen und dann beim 4. Mal mehr oder weniger klappte das. Ich bin dann wohl noch öfter runtergefallen und ich habe es auch mal am Meer probiert, in Milfontes, aber da hat es mich doch dermaßen, wahrscheinlich, keine Ahnung, gerade Flut eingesetzt. Mich hat es dermaßen oft runtergehauen und rausgezogen, dass ich irgendwann mal echt aufgegeben habe zu surfen und mich draufgelegt habe und angefangen habe zu paddeln, dass ich wieder zurückkomme an den Strand. Aber am See, auf dem See, hat das super geklappt. Und ich bin da echt manchmal so beinahe drunter gehangen unter dem Segel. So, der Rücken war fast über dem Wasser. War ein unglaublich heftiger Wind, ey. Und dann hast du eine Geschwindigkeit drauf. Das ist der Wahnsinn. Geht da nicht. Fast wie beim Wasserskifahren. Ja, Wasserskifahren, das habe ich aber erst später. Nee, das war in dem Urlaub danach. In Porto Covo waren wir erstmal nur in Porto Covo und an dem See. Der See, den ich dann später kennengelernt habe, der Campilhas. Da war ich dann im zweiten Urlaub, da war ich dann mit meiner damaligen zweiten Frau schon zusammen. Aber in dem ersten Urlaub, ja, war eigentlich immer Highlife Konfetti. Ich habe schon immer so ein bisschen mit ihr rumgeflirtet und ja, das Nacktschwimmen und so weiter, das war natürlich auch höchst interessant. Und so kam das, dass wir uns halt immer näher kamen und sie wollte dann, wie ich erzählt habe, auch mit zurück nach Deutschland mit mir. Da waren dann noch andere Leute dabei und ich hatte, wie ich erzählt habe, dann glücklicherweise genug Passagiere, dass das mit der Kohle für den Sprit nach Hause geklappt hat. Ja, und dann, wie jeder Urlaub irgendwann mal zu Ende gehen muss, ging natürlich auch der Urlaub zu Ende. Ja, wir haben alles gepackt. Haben uns dann schweren Herzens von Porto Covo verabschiedet und und ich bin dann nachmittags sind wir los und ich bin dann praktisch 3 Tage und 3 Nächte durchgefahren.
Ja, ich wollte niemand anders fahren lassen. Das war der Bus von meinem Bruder. Na, das war bestimmt jetzt das nicht, bestimmt nicht sicherer, wenn ich 3 Tage nicht schlafe. Aber ich hatte doch irgendwie den Ehrgeiz. Ich habe mittags eine Tasse Kaffee jeden Mittag, habe mich 10 Minuten hingelegt und habe meditiert. Und dann bin ich wieder an Steuer und bin wieder 24 Stunden durchgefahren. Die anderen hinten drin haben meine Tochter versorgt und Essen gemacht und mich versorgt und Karte geguckt. Und ich hatte immer einen nebendran sitzen, der aufgepasst hat, dass ich nicht einschlafe. Weil die konnten sich ja abwechseln im Schlafen. Und so sind wir dann 3 Tage und 3 Nächte durchgedonnert. Und ich habe sie alle irgendwo abgeliefert. Die eine in Mannheim und dann war noch einer dabei, der war von Mülheim. Das ist dann direkt neben Duisburg. Na, und dann kam ich dann irgendwann mal morgens um 10 oder um 11, glaube ich, bei meinen Eltern zu Hause an. Naja, mein Bruder hatte da, ich hatte da mein Auto. Wir hatten damals immer noch so, bei den Eltern war Platz, Werkstatt, da war irgendwie alles. Da war auch immer so Treffpunkt. Und da war mein Auto und da habe ich dann den Bus wieder hingebracht. Und mein Bruder hat den dann von da mitgenommen. Ja, meine Mutter macht die Tür auf und dann, wie siehst du denn aus? Ne? Ich muss echt ausgesehen haben wie der nackte Tod nach 3 Tagen und 3 Nächten. Ja, war heftig. Ich war aber dann froh, dass ich schlafen konnte. Ich habe dann 8 Stunden geschlafen oder 10 und dann war alles wieder gut. Naja, ich bin dann auch kurz danach direkt wieder nach Hause zu dieser Wohnung, wo ich mit den Leuten gewohnt habe, die mit denen ich dann in Portugal war. Da war natürlich erwartungsgemäß übelste Stimmung und es war echt sehr übel. Die wollten mich direkt mehr oder weniger schlagen. Warum, weiß ich gar nicht. Die hatten einen Heilandszorn auf mich. Obwohl die eigentlich diejenigen waren, die sich von mir verabschiedet haben. Und zwar ohne, dass ich irgendwas gemacht hätte, außer sie auf ihre Verpflichtungen anzusprechen. Naja, das ging ein paar Tage gut. Ich bin dann auch ziemlich bald... Ach so, genau, ich hatte da auch ein paar Hanfpflanzen auf der Fensterbank stehen da und jemanden gebeten, die zu gießen, während ich weg bin. Und das hat die auch gemacht, bis die dann 4 Wochen vorher zurückgekommen sind. Und ihr gesagt haben, sie braucht nicht mehr kommen zum Gießen, das würden sie selber machen. Und die haben natürlich nicht gegossen. Und mir sind die ganzen Pflanzen verreckt auf der Fensterbank. Ja. So bittere Kandidaten sind das gewesen. Ja, das ging tatsächlich so weit, dass ich bin dann wieder nach Mannheim, habe mich dann da mit meiner zukünftigen zweiten Frau zusammengetan und ja, wir sind dann da ein bisschen durch die Gegend gezogen. Die hatte damals so eine SR 500, so eine Motorrad, total geil. Sind wir öfter durch die Gegend gefahren, wenn dann irgendwie da Leute waren, wo die Frauke sich aufhalten konnte. Und ich habe dann keinen großen Sinn mehr darin gesehen, da bei diesen Leuten wohnen zu bleiben, weil das wirklich Ausmaße angenommen hat. Das ging ein paar Mal haarscharf an der Schlägerei vorbei, weil ich stiften gegangen bin sozusagen. Oder weil ich da nur hingegangen bin, wenn ich wusste, der Typ ist arbeiten. Das ist echt krass, ey. Na, und irgendwann mal hatte ich dann mit meiner künftigen Frau beschlossen, dass ich zu ihr nach Mannheim ziehe erstmal. Die hatten eine ziemlich große Wohnung, da war Platz. Und das habe ich dann auch organisiert. Und dann hatte sich bis dahin die Wut dieser Leute, also hauptsächlich der eine Typ, die Frau, die hat selber keinen Bock auf diesen Stresskerl gehabt, aber die war halt so eine geschlagene Frau, die bei ihrem Typ bleibt, ne? Keine Ahnung, was immer ist. Na, der hat dann, der hat mich dann so offensichtlich und so glaubhaft mit Schlägen bedroht, dass ich zu den Cops gegangen bin und um Polizeischutz für den Auszug gebeten habe. Ne? Also er ist mir schon nachgerannt und ich habe dann echt 2 Bullen kommen lassen. Ich hatte alles vorher vorbereitet, damit ich in Ruhe durch den Hausflur kann und mein Zeug einladen. Und
Der war den Cops offensichtlich auch schon länger bekannt. Ja. Na, ich dachte mir, bevor ich dann vor seiner Tochter und meiner Tochter Schlägerei mit dem beginne, ist das vielleicht sinnvoller für den Auszug, mal eben kurz in der Stunde. Ja. Ich wusste keine friedlichere Lösung und dann habe ich das halt getan. Für ihn war das natürlich ein Grund, mich die ganze Zeit zu beschimpfen und zu bedrohen. Und der wäre echt ausgeflippt, wenn die Cops nicht da gewesen wären. Und ich war froh, als ich all mein Zeug eingepackt hatte, auf Hänger und Auto und weg da. Ich habe dann glücklicherweise auch nie mehr was von den Leuten gehört oder gesehen. Bin echt froh drum. Und bin nach Mannheim gezogen mit meiner Tochter. Zu der Zeit war das auch schon immer mehr meine Tochter, weil, na, die Mutter hatte wohl große Probleme mit der Trennung mit sich. Ihre Mutter war in so einer bestimmten christlichen Gruppierung, so ein, ja, so eine Gruppe, wo alle Leute alles wirklich den letzten Cent hergeben, um diese Kirche und ihre Aufgaben zu stützen. Sehr, ich sag mal, sehr orthodox christlich. Und irgendwie ist meine Ex-Frau dann, also meine damalige Frau dann so ein bisschen, ja, die hat wohl da Zuflucht zugesucht. Weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Und ist dann auch irgendwann mal für Jahre nach Amerika in so eine Bibelschule, nach Kalifornien oder was, ich hab keine Ahnung. Ja, jedenfalls, da gab es noch dramatische Situationen, aber da komme ich dann gleich noch zu. Ich bin dann erstmal nach Mannheim gezogen. Wir haben dann mehr oder weniger, oh ja, ist natürlich klar, dass der jetzt genau hier vorbei muss. Wir haben dann in Mannheim am Parkring gewohnt. Ich glaube, das ging ein paar Monate, gar nicht lange. Dann hatte meine Ex-Frau ihre Schule fertig. Und da wir dann schon irgendwie doch nicht mehr so den Drive hatten, nach Portugal zu fahren, haben wir uns erstmal eine Wohnung gesucht. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, ob das bloß per Zeitungsannonce oder anders ging. Wüsste ich jetzt nicht mehr zu sagen. Haben wir jedenfalls ein wunderschönes altes Bauernhaus in Ittlingen, direkt an der Hauptstraße. Mit so einem Hof hinten drin und einer riesen Scheune gemietet. Ja, das war, da haben wir uns dann gemütlich eingerichtet. Da ist auch unser Sohn Felix dann zur Welt gekommen. Und ja, genau, als ich dort war, habe ich auch nach der Firma, gelernt habe, zum ersten Mal wieder einen richtigen Job gehabt. Ja, ich war die ganze Zeit immer arbeitslos. Wenn ich nicht irgendwas anderes gemacht habe, habe ich halt dann schwarz gearbeitet. Und da habe ich dann einen Job bekommen. Das kam auch vom Arbeitsamt. Aber das war ein dufter Typ. Der hatte ein Betonfertigteilewerk. Und in dem Betonfertigteilewerk brauchte der jemand, der so ein bisschen Allround kann. Ich musste also, zum einen war meine Aufgabe, von den Plänen ablesen, welche Größe die Fertigteile hatten. Die mussten jeweils individuell eingeschalt werden. Da kamen dann auch Schalungen für Fenster rein, die musste ich herstellen. Ja, und wenn er nicht da war, habe ich da so mehr oder weniger gucken müssen, dass das läuft. Wenn irgendwas kaputt gegangen ist, und da ging eigentlich jeden Tag was kaputt, dann habe ich das repariert. Ich habe also geschweißt und betoniert und als Zimmerer gearbeitet und und. Irgendwann habe ich im Hintendran eine Art Lagerhalle gebaut. Und im Winter
Im Winter lag die Produktion eine Weile still, weil das eine Riesenhalle war und er hatte da praktisch eine Seite der Halle war offen, weil er da immer mit dem Kran rein und rausfahren musste. Wir hatten so einen Bügelkran, so einen ganz großen, auf zwei Schienen und der fuhr dann praktisch immer so die Halle auf und ab, um irgendwelche Sachen zu erledigen. Und wenn die Teile fertig waren, dann hat man die mit diesem Kran da draußen gebracht, wo jetzt keine Halle war und wo die dann so ein LKW aufladen konnte. Na, und ich habe dann irgendwann mal, hatte er die Idee, wenn man diese Halle zumachen könnte. Und dann habe ich ein Tor konstruiert, das bestand aus drei Teilen. Einmal so einem ganz großen Flügel und zwei kleinen Seitenklappen. Und die kleinen Seitenklappen, die waren so konstruiert, so mit Gummilappen dazwischen für die Stromschiene, dass man also praktisch innerhalb von einer Minute konnte man die zwei Seitenklappen aufmachen und dann konnte man mit dem Kran rausfahren. Und dann blieb das in der Halle einigermaßen warm, weil wenn es echt kalt war, konnte sie nicht mehr betonieren. Na, und dann haben wir noch eine Wand hingestellt unter die große Klappe und so konnte man praktisch die Halle komplett zumachen und heizen. Und wenn man rausfuhr, musste man nur zwei kleine Stellen öffnen und ja, eine Klappe, die ging also nicht hydraulisch, elektrisch mit so einem Seilzug habe ich das gemacht, sodass das, ja, und das habe ich alles selbst konstruiert und designt und Material bestellt und. Und wahrscheinlich funktioniert das heute noch. Und so Sachen haben dem Mann natürlich unheimlich imponiert. Und dann hatte er, weil er immer zu hatte im Winter, immer so eine Angewohnheit, der fuhr immer nach Australien für 2 Monate in Urlaub im Jahr. Und dann hatte der, wie gesagt, den Laden zu. Dann hat er mich gefragt, ob ich den Laden die 2 Monate führen könnte, wenn er weg ist. Dann könnte er seinen Urlaub machen und der Laden wird trotzdem weiterlaufen. Da waren wohl auch ein Haufen Aufträge und ich habe da gesagt, ja, kein Problem, mache ich. Na, und dann habe ich dann die 2 Monate praktisch da komplett selbstständig gewirtschaftet mit den Arbeitern, die da waren. Und ich meine, die kannten ihren Job. Ich musste da eigentlich immer nur das Gleiche tun, was ich vorher auch gemacht habe. Die Holzkästen herstellen für die Schalungen und dafür sorgen, dass die Geräte in Ordnung waren. Ja, und das lief nicht nur gut. Der Architekt, der hat gedacht, der schlägt sich ein Schnippchen und hat dann Aufträge gebracht, die vorher mit dem Typ nicht abgeklärt waren. Ja, er hatte das extra mit seinen Auftraggebern, mit seinen Kunden abgesprochen, was für Aufträge da kommen. Da waren vorher alle Pläne bereits gezeichnet, fertig und von ihm abgesegnet. Und dann kam dieser eine Architekt, der kam dann mit so einem Sonderauftrag zwischendrin. Und weil wir Zeit hatten, habe ich das einfach zugesagt. Das ist naiv. Ja, und dann waren da ein paar so Stützen drin mit Eisen, wo Körbe geflochten werden mussten. Und das war ein irrsinniger Aufwand. Und na, da hat mein damaliger Chef hinterher mit dem, aber er ist mit dem ganz schön Schlitten gefahren. Und der hat auch noch eine ordentliche Nachzahlung gegeben, weil das nie abgedeckt war in den vorigen Preisabsprachen und so weiter. Ja, und all das hat ihm natürlich gut gefallen. Und da ich da in Ittlingen, da ich da zu der Zeit am Umziehen war in unsere nächste Wohnung, richtig, hat er mir ein Baukonto eingerichtet. Und ich konnte dann praktisch Baumaterialien über die Firma bestellen. Und das haben wir dann so ein ziemlich großzügig, hat er das dann verrechnet. Also das war echt fantastisch. Das war ein super Chef, das war ein super Job. Ja, und irgendwann mal, ich weiß gar nicht, irgendwann mal hat auch das wieder geendet. Keine Ahnung, woran das lag. Ich hatte wahrscheinlich keine Lust mehr. Ja, na, wie gesagt, in der Zeit habe ich zunächst mit meiner damaligen zweiten Frau in Ittlingen gewohnt. Und da kam dann unser Sohn Felix zur Welt. Das war eine richtige Hausgeburt. Da kam eine Hebamme und ein Arzt, aber die haben eigentlich nicht viel gemacht. Die haben uns das machen lassen, oder meine Frau hauptsächlich. Das klappte wohl auch relativ gut. Allerdings mussten wir danach doch noch zu einer Ausschabung ins Krankenhaus, weil die Nachgeburt nicht richtig loskam.
Ja, so Komplikationen hast du dann manchmal und dann blutet die Frau und wenn man dann nicht wirklich schnell ins Krankenhaus kommt, dann kann das echt übel enden. Glücklicherweise waren der Arzt und die Hebamme da sehr, sehr aufmerksam und haben uns rechtzeitig geraten, da im Krankenhaus nachschauen zu lassen. Haben wir dann auch getan. Ging dann auch einigermaßen alles und sie war dann auch relativ schnell wieder einigermaßen fit und so. Na, und ganz im Gegenteil zu meiner Tochter, die eigentlich ein Jahr lang immer bei uns schlafen wollte, wollte unser Sohn eigentlich vom ersten Tag an seine Ruhe haben. Wir haben natürlich so gedacht, ja, Kind bei uns im Bett, alles klar, und der schlief total unruhig. Und dann haben wir den in diesen Korb, den ich damals geflochten hatte. Der hatte zwei so Gurte unten durch und an diesen Gurten waren so Karabinerhaken, sodass ich den jederzeit irgendwo aufhängen konnte zum Schaukeln. Ich weiß nicht, ob sich die Leute da früher mal Gedanken drüber gemacht haben. Wisst ihr, wie eine normale Wiege aussieht, in der man Kinder früher gewiegt hat? Ja, die stehen auf Kufen und schaukeln so. Ne? Kennt man das? Das bedeutet, dass das Kind auf der Matratze ständig zu den Außenseiten hingerollt wird. Jetzt rollt das Kind wahrscheinlich nicht richtig hin und her, aber es ist doch immer dieses Gefühl, Opa, 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 weißt du? Und ich habe mir gedacht, das kann doch für das Kind nicht angenehm sein, immer das Gefühl zu haben, aus dem Bett gekippt zu werden bei jeder Bewegung. Einmal rechts, hup, einmal links, hup. Deshalb habe ich meine Kinderwiege aufgehängt. Und dadurch schaukelt das so auf an jedem Rand, dass das Kind praktisch immer mehr oder weniger in die Mitte der Wiege gedrückt, in die Mitte der Wiege gedrückt wird. Und damit so ein Gefühl hat von rechts und links gestützt zu sein. Ja, und ich hatte damit großen Erfolg bei unserem Sohn, der hat sich das super drin wohlgefühlt und er hat da prima drin geschlafen. Und wenn wir dann irgendwo in einem anderen Raum gesessen haben und gekifft haben, dann hing der im Wohnzimmer zum Beispiel oder im Schlafzimmer. Und dann ging von der Wiege aus eine Schnur bis zu da, wo wir waren. Und dann habe ich immer ab und zu habe ich nur einmal gezogen und dann schwang der wieder so 5 Minuten. Und dann habe ich wieder mal gezogen. Und so mussten wir den nicht stören. Der hat sein Schaukelgefühl gehabt und wir konnten in Ruhe kiffen, ohne dass wir den belästigt haben. Weil damals waren wir auch noch Tabakraucher. Ich habe damals Bong mit Tabak geraucht. Und wir haben doch immer sehr darauf geachtet, dass wir unsere Kinder nicht belästigen damit. Zum Beispiel grundsätzlich am offenen Ofen geraucht. Also Bong. Und dann in den Ofen reingeblasen, sodass das komplett weggezogen ist. Oder halt draußen. Ja, und dann irgendwann sind wir aus Idlingen nach Fahrenbach gezogen. Da waren wir dann wieder in der Nähe von Moosbach. Ich wollte, glaube ich, gerne nach Moosbach zu den Leuten, die ich da kannte, schon von vorher. Na, und Fahrenbach, das ist so 11, 12 Kilometer von Moosbach weg. Das war die ideale Entfernung und die ideale Nähe. Na, und dann haben wir da ein Bauernhaus, einen Bauernhof gemietet, einen richtigen Hof mit allem drum und dran, mit Scheune, mit Trecker, mit Riesengarten, mit Schweineställen. Ach ja, genau. In der Zeit in Portugal, richtig. Und mit meiner zweiten Frau war ich dann ein zweites Mal in Portugal. Da haben wir schon in Fahrenbach gewohnt, oder? Wow, ich war dreimal war ich in Italien, in Portugal. Und beim zweiten Urlaub habe ich aus irgendeinem Grund, ich habe ja mit 18 aufgehört, Fleisch zu essen. 19? Ja, 19 sowas. Und da war ich dann so 35. Und da hatte ich auf einmal Bock, wieder Fleisch zu essen. Ich muss gerade aufpassen, die Katze, die will immer unbedingt in meine Kaffeetasse. Und da ist natürlich Kaffee drin, der ist heiß.
Ja, jetzt ist er weg. Und ich hatte auf einmal Lust, wieder Fleisch zu essen. Ich habe dann in Portugal auch mal Fleisch gegessen und das fühlte sich gut an. Und als ich dann in Fahrenbach gewohnt habe, da habe ich Hühner, Hasen und Schweine gehalten auf diesem Bauernhof. Ich habe da bei diesem Bau, bei diesem Betonfertigteilewerk lauter so Abschnitte von den Betonmatten bekommen. Das war der ideale Zaun. Damit habe ich einen Teil von dem Garten in dem Bau auf dem Bauernhof abgetrennt. Ja, und da habe ich dann zwei schwäbisch-hällische Schweine gehalten. Die haben da ein Dreivierteljahr lang im Freien. Die konnten jederzeit in den Stall. Ich hatte da alles mit Stroh und da war eine Sule und ein Schattenplatz. Und interessanterweise muss man sagen, dass Schweine unglaublich saubere Tiere sind. Die haben nämlich, also, was die mit dem Kaffee will, geh mal fort. Wenn du Schweinen auf der einen Seite vom Gehege Futter hinstellst, dann kannst du mit einem Zentimetermaß ausmessen, da wo die kacken, das ist der ihr weitest entfernte mögliche Punkt. Ich habe dann immer in irgendeiner Ecke, habe ich dann immer, und da konntest du echt sehen, diagonal am anderen Ende des Geländes haben die gekackt. Die Kinder, die haben mit den jungen Schweinen im Stroh gespielt, in ihrem Unterschlupf. Da hat nicht ein Schwein reingepinkelt oder gekackt. Das war total sauber, das Stroh, weil die das nicht machen, wenn die können. Aber ich meine, wenn sie Menschen zum Beispiel auf so einem engen Raum sperren würden, die würden sich auch gegenseitig ankacken, weil das irgendwann nicht mehr anders geht. So pervers sind die Menschen mit den Tieren. Ich habe übrigens sogar mal eine Anzeige bekommen von meinen Nachbarn, den Bauern, die ihre Tiere im Stall halten, mit Mastfutter und Kunstlicht, weil meine Tiere so misshandelt würden. Dann kam der vom Veterinäramt und hat gesehen, wie ich meine Schweine halte. Und dann meinte der, wow, das wäre schön, wenn die anderen das mal sehen würden. Vorbildlich, meinte der, wäre das gewesen. Was die Bauern denn hätten? Ja, ich sage, die können das nicht ertragen, dass ich das mache. Das ist anders. Und wenn das anders ist, ist das verkehrt. Dabei ist das die natürliche Art und Weise gewesen, ne? Ja, war eine sehr interessante Zeit, Fahrenbach. Da habe ich echt als Bauer gelebt. Da habe ich die Tiere geschlachtet, ich habe die Tiere ausgenommen, die Hühner geschlachtet, die Hasen gegrillt. Da habe ich eine Zeit lang Fleisch gegessen wie ein Wolf. Zu einem meiner Geburtstage in der Zeit, ich kannte damals einen Schäfer, der hatte so echt 600 Schafe, 6, 7 Hunde und so. Und eine Riesenschäferei da in der Gegend von Mosbach, bisschen weiter weg, mehr in der Gegend von Sinsheim. Der ist dann später als die DDR, ja, wie soll man das sagen, als die DDR Deutschland übernommen hat, oder? Ich sag jetzt mal, als die Grenzen der DDR geöffnet haben, wer da nur wen übernommen hat, das ist schon wieder Politik. Und der ist dann in die ehemalige DDR, weil der da für ein Appel und ein Ei ein riesen Gelände für seine Schafszucht mieten oder kaufen konnte. Na, der hat mir praktisch der hat mir einen Hahn gebracht zum Einzug in Fahrenbach, weil ich da auch Hühner hatte. Und dieser Hahn, das war ein sogenannter Viandotter, hat er das genannt, so ganz bunte. Der hatte echt so Sporen. Hinten dran. Der Hammer. Und der war auch echt heftig. Ich hatte 15 Hühner und einen Hahn von Freunden aus Ittlingen übernommen. Das war so ein ganzes komplettes Set, die abgeben wollten. Ja, und wie gesagt, da war ein Hahn dabei. Und in der ersten Nacht hat Lucifer haben wir den dann genannt später. Lucifer hat den Hahn, den alten, der da dabei war, schon attackiert. Und wir mussten den in den extra Stall tun. Na, ich dachte, am nächsten Tag ist das dann gut, weil das dann in ein großes Gehege geht. Aber leider nicht. Wir haben die da rausgelassen. Das ging 5 Minuten gut und dann gingen wir rein und dann hörte man den anderen schon schreien. Na, und dann hat der Luzifer den anderen Hahn, den hat er echt, er ist auf den drauf, hat dem ein Auge ausgehackt. Echt brutal, Leute, brutal. Dann ist er auf eine der Hennen und hat die gevögelt.
Dann ist er runter von der Henne, ist wieder auf den Hahn und hat ihn mit dem Kamm verletzt. Dann ist er wieder auf eine Henne, hat die gevögelt und ist wieder zurück auf den Hahn und hat dem so zugesetzt, dass dem ein Flügel runterhing. Ey, wir konnten gar nicht so schnell in das Gehege rein. Da hat er diesen Hahn zerlegt gehabt. Der stand nur noch da und hat nichts mehr gemacht. Ne? Er hat wahrscheinlich nicht mal mehr mitgekriegt, was der andere macht. Der Hammer. Na, und wir haben den dann rausgeholt und echt notgeschlachtet. Lucifer hat keine Konkurrenz geduldet. Das war echt der Hammer. Wie der abgegangen ist. Ja, und so ist der auch die ganze Zeit. Der ist durch das Gehege stolziert und hat gekräht. Also das war ein echter heftiger Hahn, wie man sich den vorstellt. Naja, und dann, wie gesagt, dann hatten wir den im März oder was, im Februar, März, war noch kalt und frostig. Da haben wir dann die ersten zwei schwäbisch-hellischen Schweine gehalten. Bis zum Herbst, dann kam dann der Nachbar, der war Metzger. Und der fuhr Bier, als Bierwagenfahrer, hatte noch gleichzeitig eine Landwirtschaft. Das ist echt totaler Hammer, der Typ. Der war von morgens um 4 bis nachts um, weiß ich nicht, 11 oder was, war der unterwegs. Und der hat nebenbei Hausschlachtungen gemacht. Der kam dann und hat mit uns geschlachtet. Richtig mit Wurst, Suppe und allem, traditionell Blut trinken. Ja, als ich Fleisch gegessen habe, habe ich es echt gemacht. Ich habe es echt gemacht. Könnte ich mir heute nicht mehr vorstellen, aber wir haben selber 50 Kilo Schinken eingelegt. Schinken und Speck noch mehr. Speck waren auch nochmal ganze Rippenseiten. Da waren so riesige Ton. Das war alles da in dem Bauernhof. Da war ein Räucherofen, ein riesengroßer Kachelofen. Ich habe dann so im Wohnzimmer so eine Wand, habe ich dann den Stein zwischen den Fachwerk rausgenommen und habe da so ein riesengroßes Wohnzimmer von gemacht mit so einer Durchreiche. Und wie gesagt, oben war dann ein Kachel, über dem Kachelofen ein Räucherofen. Im Keller standen die riesigen Tonkrüge mit die Tonfässer. Die waren echt 60 cm hoch, 50 cm im Durchmesser mit so Steindeckeln, so richtige Sauerkraut und Schinkentöpfe. Extra dafür da. Ja, und habe ich dann mit Knoblauch und Salz und Lorbeer und Wacholder haben wir selber Schinken eingelegt. Und also ich kann euch sagen, der hing dann noch wochenlang im Rauch da oben in dem Raucherofen. Selbstgemachtes Holz. Das war das Jahr, wo Katrina so gewüstet hat und die ganzen Bäume umgeworfen hat. Da habe ich für unseren Bauernhof 16 Stär Holz aus dem Wald geholt. Ja, da war ja so ein Trecker. Und so ein Trecker hat ja hinten so eine Hydraulik mit zwei Armen. Geht rauf und runter. Und dann gibt es einen dritten Punkt, und zwar ist das die Kupplung, die Anhängerkupplung. Dann habe ich mir mit Pappe, erst habe ich ausgemessen, wie das alles sich verhält, mit den Abständen, den Längen, den Höhen und den Unterschieden. Dann habe ich mir das auf Papier gezeichnet und habe mir eine Art Hebevorrichtung konstruiert, wo... Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Zuerst mal war das so ein umgekehrtes V. Das stand fest auf der Hydraulik und konnte praktisch rauf und runter bewegt werden. Und dann befand sich aber oben an dem V, an dem spitzen Punkt, befand sich ein Gelenk mit einem Hebelarm. Und wenn ich jetzt die Hydraulik ganz runtergelassen habe, dann hing der Hebelarm praktisch noch ein bisschen tiefer als die Spitze von der Stütze. Und an dem anderen Ende von dem Hebelarm war eine Kette, die war verbunden mit der Anhängerkupplung. Und so entstand praktisch so eine Übersetzung, wenn ich die Hydraulik, sag ich mal so die 40 cm hoch oder 50, wo die hochging, hochgehoben habe, dann hat die Spitze von meinem Arm da draußen einen Weg von 1,20 Meter gemacht. Das war nötig, damit ich mein Holz auf meinen Anhänger laden konnte. Und da bin ich mit dem Trecker und dem Anhänger und meiner Kettensäge bin ich in den Wald und habe da, ich hatte so eine riesige Sachs-Dolma mit 60 cm Schwert und ich habe da die ganzen
umgefallenen Bäume rausholen dürfen, alles, was ich gewollt habe. Und ich war barfuß, das war die Zeit, wo ich immer barfuß gelaufen bin. Ich habe 16 Sterholz im Wald gemacht mit Kettensäge nach einem Sturm. Ich habe Sturmbruch rausgesägt. Jemand, der was von Holz machen versteht, der weiß, dass das das Gefährlichste ist, was man machen kann, weil die Bäume alle Spannung haben. Da hat's reihenweise, das habe ich gehört, Waldarbeiter ins Krankenhaus gebracht, weil die alle bei dem Sturmbruch so viel Fehler gemacht haben und Leute sind erschlagen worden von Bäumen, die plötzlich beim Ansägen Spannung verlieren und durchschlagen oder so. Ja, aber ich habe das nicht beruflich gemacht, ich war da privat, ich habe immer aufgepasst und ich habe mich nicht einmal geschnitten. Nix, kein Splitter, gar nichts. Und am Ende hatte ich dann echt 16 Sterholz sauber aufgesetzt da im Hof stehen. Das war ein Anblick, da wird der warm von ohne Heizen. Ja. Augenblick mal kurz. Ja, und dann zurück zum besagten Schäfer. Der hat mir zum Einzug nicht nur einen Hahn mitgebracht, sondern auch noch ein geschlachtetes Schaf. Ein ganzes Schaf. Da haben wir dann draußen. Das war auch irre. Ich hatte so eine Plane, 5x5 Meter, so eine richtig fette 650 Gramm pro Quadratmeter, so eine LKW-Plane, so eine weiße. Hatte ich eigentlich zwei von. Da haben wir ein Riesendach gemacht, da haben wir ein gewaltiges Teil von dem Innenhof überdacht. Und darunter dann ein total fettes Feuer gemacht. Und jetzt hatte das morgens unglaublich viel geschneit. Und es lag echt 5 cm oder 6 cm Schnee. Und es schneite und es schneite durch und durch. Na, und ich habe mich schon gefreut, weil ich hatte schon jahrelang an meinem Geburtstag keinen Schnee mehr erlebt. Das war 17. Dezember. Normalerweise kannte ich das früher, dass das um die Zeit eigentlich immer verschneit war. Aber ja, Wetter ist halt nicht so verlässlich, ne? Na, und dann sage und schreibe begann das nachmittags irgendwann zu tauen. Wieder. Und alles, was da runterkam, wurde immer nasser und immer nasser und am Ende war das echt am Plästern. Richtig, wie man das Wort so plästern. Prassel, 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 nicht ein kleines Schauer, das hat echt geregnet. Toujours, durchgehend. Und dann schmolz der ganze Schnee und natürlich war das so eine Menge, dass unser Hof ein bisschen unter Wasser stand. Und es lief natürlich ausgerechnet in die Feuerstelle, weil keiner damit gerechnet hat, dass es anfängt zu tauen. Na, und wir mit Staubsauger und mit allem Möglichen am Blasen, um das Feuer in Gang zu halten, weil unser Schaf da schon drauf halb am Grillen war. Und gleichzeitig haben wir zu zweit oder zu dritt angefangen, Abzugsgräben zu graben, damit das Wasser nicht in unser Feuer lief. Wir haben da bestimmt 2 Stunden gegraben, um das Feuer zu retten, bis wir dann endlich unser Schaf wieder so weit über Feuer hatten und nicht über dampfender Kohle. Ey Leute, ihr glaubt's nicht. Und dann kam die Feuerwehr. Hey, das Gelände stand unter Wasser, es war am Pissen wie die Sau. Und dann kommt einer von der Feuerwehr, weil es bei uns so qualmt und wir müssten das ausmachen. Ich sage, hey Leute, seid ihr noch ganz klar im Kommen? Was soll denn hier passieren? Wir sind am Grillen. Seit wann ist Grillen verboten? Ja, die Leute hätten angerufen. Da ich sage, kommen Sie hier, gucken Sie sich das an. Es steht das Wasser drumherum. Naja, durften wir dann noch zu Ende grillen. Ja, das muss man sich vorstellen, was man für Nachbarn hat, ne? Die müssen einem echt in jedes bisschen reinpissen. Da. Das ist manchmal ätzend. Genau wie mit den Schweinen. Also. Ja. Ja, Fahrenbach ging dann auch irgendwann mal. Ja. Nahm alles seinen Lauf. Fahrenbach, ich habe dann da unglaublich viel renoviert, also wie wir das gemietet haben, da waren da 2 Räume, da war der Boden durchgebrochen, nach unten in den Kellerraum, durchvermoddert, habe ich alles mit Balken erneuert und neuen Boden rein, neue Decken rein, die Außenfassade verkleidet.
Wie ich dann irgendwann mal so kurz vor Ende war, begannen die dann von der Vermieterseite zu sören, weil ich so wenig Miete bezahle. Das wäre so ein schönes Häuschen. Na, das ging dann auch irgendwann mal darauf hinaus, dass die das für viel mehr Geld an jemand anderen vermieten könnten, wenn sie uns los würden. Und dann haben die angefangen, stunk zu machen. Und ja, da gab es dann so einen ganz interessanten Fall. Die Kanalisation war kaputt. Bei uns stand die Scheiße ständig im Klo. Der Eigentümer des Hauses, der dafür zuständig ist, hat sich geweigert, was zu machen. Ich habe damals Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe bekommen. Und so hat mir auf mein Drängen das Sozialamt die Kosten für einen Kanalreiniger und Reparierer bezahlen müssen, mehr oder weniger. Ja, bestand akute Gesundheitsgefahr durch überlaufende Toilette und der Vermieter, der war nicht bereit zu handeln, der Besitzer, obwohl das seine Pflicht gewesen wäre. Und weil das Sozialamt die Miete bezahlt hat, haben die dann die Miete einbehalten, als Aufrechnung für die Schulden, die der Vermieter bei denen hat. Ja, aber ganz geschickte Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob die das mit Absicht eingefädelt haben. Weil, jetzt kommt nämlich Folgendes. Ich habe mit dem Vermieter einen Vertrag, juristisch. So hat mir der Richter das dann erklärt. Und ich schulde dem Vermieter die Miete. Egal, wo die herkommt. Und wenn ich, egal ob das Sozialamt das verschuldet oder nicht, wenn ich 3 Monate keine Miete bezahle, ist das ein Grund für eine fristlose Kündigung. Und dann habe ich vor Gericht bewiesen und angeführt, ja Leute, ich habe die Miete gar nicht gehabt, das Sozialamt hat mich verpflichtet, das abzutreten, weil. Ja, aber das war dem Gericht egal. Da hat auch mein Anwalt nichts machen können. Ich habe echt gedacht, ich spinne. Na, und so sind wir dann da irgendwann rausgeflogen. Ne? Ja, wir hatten allerdings dort noch, erst ist unser zweiter Sohn dort geboren. Das war auch hochinteressant, da waren auch Freunde da, die dann, das war auch eine Hausgeburt. Das hat auch prima geklappt, alles. Ja. Und irgendwann mit dem Ende der Zeit in Fahrenbach war auch irgendwie so das Ende mit meiner zweiten Frau. Und ich bin dann irgendwann ausgezogen und habe mir eine eigene Wohnung gesucht. Und sie hatte auch eine Wohnung, und zwar, genau, wir haben dann in Neckarzimmern gewohnt, im gleichen Gebäude, aber jeder hatte für sich eine Wohnung und das war so durch 2 Stockwerke getrennt, wie unterschiedliche Familien. Aber es war natürlich ausgesprochen praktisch für unsere Kinder, weil die konnten jederzeit zu dem Elternteil, zu dem sie wollten. Das hat auch, ich sag jetzt mal, relativ gut geklappt. Da hat es einen Haufen Scheiße gegeben, aber ich glaube, das ist am Ende einer Beziehung wohl eher normal. Es lief jedenfalls, ja, ich glaube, 1, 2 Jahre. Ja, also ein bisschen habe ich die Abschnitte. Müsste ich jetzt nachkonstruieren. Ich bin, glaube ich, 92. Ja, bin 95, bin ich verhaftet worden. Richtig, wir sind dann 1 oder 2 Jahre, sind wir sogar noch relativ regelmäßig zusammen mit den Kindern und anderen Freunden auf Festivals den ganzen Sommer. Und da habe ich in der Zeit, habe ich meistens in einem selbstgenähten Tipi oder in einem selbstgebauten Zelt aus diesen Planen haben wir dann so ein Lager aufgebaut und ich habe dann dort Chai verkauft und Haschmuffins und so Duftkissen mit Pilzen. Na, und das war einem der geilsten Zeiten eigentlich. Wir haben diese Festivals sowohl zusammen besucht, als wir noch ein Paar waren. Das war natürlich besonders gut, aber selbst als wir kein Paar mehr waren, sind wir auf verschiedenen Festivals noch
praktisch nicht gemeinsam, aber beide gewesen, sodass auch dort die Kinder nicht auf irgendein Elternteil verzichten mussten. Naja, und ich sag mal, das hat auch alles den nötigen Streit gegeben und die nötigen Fissigkeiten vor Gericht, wenn es ums Sorgerecht ging. Ja, aber im Endeffekt, naja, ich kenne Leute, bei denen das übler gelaufen ist. Naja, und dann kam auch irgendwann mal der Tag, der kommen musste. Ich habe natürlich in der Zeit flink weiter verkauft, so wie ich das die ganze Zeit gemacht habe. Ich hatte eigentlich immer ein Piece, eine Waage und was zum Einpacken in eine Tasche und meistens auch Kohle. Ich hatte so eine, kennt ihr die Dealerweste? Das heißt eigentlich so eine Anglerweste, ne? Das sind ganz viele Taschen und so Dinger für Kugelschreiber oder sonst was und hinten eine riesen Kartentasche und so was. Und Innentaschen. Das ist praktisch eine Weste, die besteht hauptsächlich aus Taschen. Und so ein Ding hatte ich immer. Und da hatte ich dann hier oben hatte ich immer meine Joints drin, in diesen runden Dingern für die Stifte. Und in den großen Seitentaschen hatte ich hier immer meine Waage und da eine Platte mit Hasch. Ja, und so bin ich auch einkaufen gegangen. Das ist mir hinterher erst irgendwann bewusst geworden, dass ich bei jeder zufälligen Personenkontrolle beim Einkaufen Probleme hätte kriegen können. Mal so meine Taschen leer. Ja, aber damals war mir das egal. Für mich war das selbstverständlich, dass das mein Recht ist und ich habe das gemacht und ich war der Ansicht, dass die mich am Arsch lecken können. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt ewig gut gegangen. Naja. Ich habe in der Zeit auch zum Beispiel ziemlich gute Connections zu LSD gehabt. Ich kannte jemanden, der fuhr nach Amsterdam. Damals gab es noch richtiges LSD in Amsterdam. Der fuhr dahin, der hatte Connections zur Küche gehabt und hatte nur so ein paar Bögen gekauft. Die hat er in Amsterdam zwischen Grußkarten geklemmt und einfach so, wie sie war, lagernd. Ah ja, guck, jetzt habe ich schon wieder die Erinnerung. Ich so 47 Minuten und dann macht mein Computer eine neue Datei. Keine Ahnung warum. Na egal, wir sind sowieso bald durch. Der hat sich die selber geschickt und zwar, ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Damals konnte man Post lagern mit Kennwort, mit Losungswort, Sachen verschicken. Der hat also dann, was weiß ich nicht, nach Kaiserslautern, wo der gewohnt hat, hat er, oder keine Ahnung, wo das war, oder Kassel, Kassel war das, Kassel. Der hat nur Kassel Hauptpostamt, postlagernd, Kennwort Rumpelstilzchen. Der war auch so, der hatte so einen Bauch, der hat ausgesehen wie so ein Buddha. Er hatte zwei Riesenhunde dabei. Ja. Postlagernd, Rumpelstilzchen. Oder Schneewittchen, so Sachen hat er dann immer. Dann geht er in das Postamt rein, guckt vorher, ob irgendwas draußen rumsteht, was verdächtig aussieht. Und dann ist in das Postamt, ist zum Schalter. Guten Tag, haben Sie eine Lagerung, eine Postsendung für mich? Kennwort Rumpelstilzchen. Das kriegst du dann so ausgehändigt und kannst wieder gehen. Brauchst keinen Ausweis, gar nichts. Und so hat der Hunderte und Tausende von Trips nach Deutschland geschmuggelt. Und die haben wir dann auf Festivals verkauft, ne? Nebenbei. Junge, war das eine heiße Zeit. In der Zeit habe ich auch die vier Hoffmänner genommen. Mit 1000 Mikro. Boah, es war so geil. Ich hatte mir 10 aufbewahrt. Ich wollte danach natürlich, mit 4 war ich nicht ganz zufrieden. Ich dachte, da geht mehr. Und habe mir von denen guten echt 10 Stück aufbewahrt. Die hatte ich vor, an meinem Geburtstag zu nehmen. Und da bin ich aber dann im Oktober vorher leider verhaftet worden. Habe ich dann nie mehr wieder gesehen. Ja. War eine heiße Zeit, Idlingen. Neckarzimmern. Da war so ein Weinberg hinten dran, weil das, wo wir drin gewohnt haben, das war das, wie nennt sich das? Das Dienstgebäude. Also, in Neckarzimmern gibt es ein Schloss. Ich muss das anders erzählen. In Neckarzimmern gibt es ein Schloss vom Herrn Wallenstein. Das steht oben auf dem Berg. Und der ganze Berg ist alles Weinanbau. Und unten im Tal, am Neckar, steht
Das Gesindehaus, sagt man. Und da ist auch eine Weinkellerei unten drin. Und in den Räumen, die Wohnungen, die wir bewohnt haben in dem Gebäude, das waren die ehemaligen Gesindewohnungen. Das waren drei kleine Räumchen mit einer Tür und da hat sie eine Küche drin gehabt und das war prima. Ja, und da habe ich praktisch auf dem Boden sitzend auf einem Fell 1000 Mikro ausgelebt. Wahnsinn. Ja, war eine heiße Zeit damals in Neckarzimmern. Ja, aber wie gesagt, ich habe da dann nebenbei auch gearbeitet. Ich habe da unter anderem mal bei jemandem gearbeitet, der hatte einen Coca-Handel. Ja, bei dem habe ich auch mein Hasch gekauft. Immer hat der alles selbst aus Marokko importiert, erstklassige Ware. Und der hatte auch ganze Kuchen, der Hammer, ganze so Dinger. Also 250 Gramm war das bestimmt. Kokain, richtiges reines Kokain. Also das, was man reinkriegen kann, das kam direkt aus Kolumbien. Der hatte das umgestreckt von da, wo es herkam. Ich kann das so sicher sagen, weil als ich damals von der Polizei dann im Oktober 95 erwischt worden bin, da hatte ich noch ein halbes Gramm davon irgendwo rumliegen. Das haben die natürlich bei der Hausdurchsuchung gefunden und getestet. Und das war, weiß ich nicht, 89 oder was Prozent. Das ist wohl das reinste oder mit das sauberste, was da auf dem Markt überhaupt so, weißt du, außerhalb vom Labor. Keine Ahnung. Jedenfalls, da war nichts Fremdstoffiges drin. Das war wirklich eine super Qualität. Und da habe ich immer, der hatte morgens aus seinem Vorrat so einen Brocken raus, weiß ich nicht, 2, 3 Gramm. Der hat das nie abgewogen. Hat das in so ein Schälchen, hat mir das hingestellt, damit ich tagsüber was zu ziehen habe. Der war natürlich total andere Maßstäbe gewöhnt. Für mich war das echt. Ich hatte zu einem bestimmten, irgendwann mal hatte ich echt 10 Gramm Kokain zu Hause rumliegen und hatte so viel davon genommen, dass ich jetzt schon satt war. Ich bin einer der wenigen Menschen, glaube ich, die so viel von Anfang an so freien Zugang dazu hatten, dass ich da nie nach gegeiert habe in dem Sinne. Also. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe einen Affen oder ich muss jetzt was. Und irgendwann am Ende habe ich echt keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich habe es rumliegen lassen, weil ich jetzt, wie gesagt, die Polizei hat ein halbes Gramm gefunden. Das hat da irgendwie rumgelegen noch. Ja, aber für den war das halt nix. Und so habe ich dann eine Zeit lang auch irgendwie Leute versorgen können nebenbei. Ging aber nicht lang gut. Da habe ich dann gleich gemerkt, was das für eine Szene ist. Und ich habe dann damit aufgehört und ich habe dann auch nicht mehr verteilt, sage ich jetzt mal. Ja, aber die Festivals, das war schon echt eine heiße Zeit. Eine echt heiße Zeit. Na gut. Es kam, wie ich gesagt habe, alles, wie es kommen musste. Irgendwann war es soweit. Ich habe jemandem ein Piece verkauft. Der ist da von der Polizei mit erwischt worden. Die haben den so unter Druck gesetzt mit seinen 5 Gramm, dass der mich ans Messer geliefert hat. Richtig gehend mit mich angerufen. Ey, kann ich nochmal vorbeikommen? Ich habe einen Kumpel, wir wollen auf eine Party. Können wir nochmal was holen? Und ich so, ja klar, kein Problem, komm vorbei. Und der hat dann einen verdreckten Ermittler mitgebracht und der hat bei mir für 500 € oder was, oder 50, keine Ahnung, waren markierte Scheine, hat von mir Peace gekauft und die sind dann wieder abgehauen und 10 Minuten später klopft es an die Tür. Ey, ich bin's doch mal, ich habe meinen Pullover vergessen. Na, ich völlig naiv. Mach die Tür auf, und da hatte ich rums, hatte ich eine Pistole am Kopf. Die haben mich in meine Wohnung geschoben, haben meine Kinder umgerannt. Der Bulle, der war vorher bei mir in meiner Wohnung, der wusste genau, das sind drei kleine Kinder, da liegt nirgendwo eine Waffe rum oder sonst was. Das war total Hippie, verstehst du? Hippie. Und da konnten sie sich dann dick machen, die komischen Cops, echt. Naja, da haben wir eine Pistole am Kopf, haben mich durch die Wohnung geschoben, so gleich gepackt, wie sie das halt so machen, kennt man ja aus Filmen, auf dem Boden, Handschellen auf dem Rücken.
Ja, dann lag ich da und war verhaftet und die haben meine Wohnung durchsucht und die Kinder sind runter zur Mutter und ich bin dann in U-Haft gekommen. Ja, und das ist dann so das Kapitel, wo ich mich dann jetzt für euch verabschiede und da erzähle ich euch dann beim nächsten Mal von. Ja. Ja, aber das will ich jetzt nicht auseinanderreißen. Ich meine, ich hatte in der Zeit, das muss ich vielleicht vorher noch erzählen, ich hatte in der Zeit mal jemand kennengelernt, eine Frau kennengelernt, die hatte das unglaublich mit Rastafari und mit Reggae-Musik und kannte sich da total aus. Und so unglaubwürdig das klingt, aber ich hatte 1993 noch nicht viel Ahnung von diesen Rastas. Ich habe allerdings, und das habe ich dann festgestellt, aus dem, was sie mir da erzählt hat, da bin ich dann neugierig geworden und habe mich dafür näher interessiert und habe mich mehr informiert. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich ein Rastafari bin, weil außer dass ich meine Haare nicht verfilzen gelassen habe, sondern gekämmt zu der Zeit, hat eigentlich so gut wie alles, was die Rastas tun, auf mich zugetroffen. Ich war schon Vegetarier, ich war absolut gegen Krieg, ich war schon immer der Ansicht, dass jeder sich um den Balken in seinem eigenen Auge kümmern sollte, statt um den Splitter im Auge des anderen. Und so gibt es ganz viele Dinge, die ich, meine Naturverbundenheit, dass ich keine, ja, dass ich, eigentlich, ich weiß nicht, man kann es echt kaum aufzählen. Es gab so viele Dinge, die ich getan habe schon und gelebt habe, wie die Rastas das tun, dass ich das Gefühl hatte, ich bin eigentlich so eine Art geborene Rasta und habe das nur noch nicht gewusst. Na, und ich habe mich dann immer mehr damit beschäftigt und bin da auch immer überzeugter dazu gekommen, zumal ich mich nicht verändern musste. Das war alles. Weißt du, die meisten Leute, die sich zu irgendwas bekehren, die kehren, wie man sagt. Man bekehrt sich, man dreht um, man kehrt. Aber ich musste gar nicht umkehren. Ich war eigentlich die ganze Zeit schon in der Richtung unterwegs. Und ich hatte eigentlich mehr oder weniger so eine Art Namen jetzt für das gefunden und auch ein paar Leute, die sehr, sehr ähnlich gedacht haben wie ich. Das war für mich nochmal ein Schritt, viel weiterer Schritt zu den Menschen hin, die mir ähnlich sind, als damals das beim Kiffen der Fall war. Als ich angefangen zu kiffen, da habe ich ja das Gefühl gehabt, ich lerne hier jetzt die Menschen kennen, endlich, auf die ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Und so ähnlich kam mir das wieder vor, als ich dann die Rastafaris kennengelernt habe. Ja, und ich habe da jahrelang mit denen, ja, auf den Festivals und auch privat gelebt und Musik gemacht und alles Mögliche. Ja, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe natürlich auch in der Zeit nach der Trennung 92, also kurz vorher habe ich mir ein Saxophon gekauft, weil ich schon immer Saxophon spielen wollte und habe angefangen, Saxophon zu spielen. Und das habe ich auch getan und dann habe ich auch irgendwann meiner Band begonnen. Und das endete leider auch mit der Verhaftung, weil ich dann, ja, als Saxophonist für die Band nicht mehr zur Verfügung stand. Naja, gut, das ist, wie gesagt. Lassen wir es jetzt mal heute dabei. Dann kam die Verhaftung und von der erzähle ich euch beim nächsten Mal. Also, in diesem Sinne, stay high.